Wie gut kennt ihr euch im Gangster-Rap aus? Ja, ist genau meine Domäne, ja. Ja, das muss weg hier, ne? Ja, ja. Das ist wunder. Ach du Scheiße, wie lange steht das schon da? So, also, wir spielen jetzt ein Quiz und da geht's um Gangster-Rap. So, und weil ihr natürlich euch sehr gut darin auskennt, in dem Thema, seid ihr die perfekten Gäste. Wir haben das in der letzten Show schon mal gespielt und weil das so unfassbar viel Spaß gemacht hat, machen wir das heute nochmal. Und deswegen gibt es heute die zweite Runde unseres Erfolgsquizzes. Ganz genau. Es weiß natürlich jeder Mensch, wie das Spiel geht. Trotzdem erkläre ich euch das nochmal. Friedemann Weiser rappt für euch 3 Zeilen eines Songs vor. Und ihr müsst dann erraten, wie es weitergehen könnte. Wie die 4. Zeile sein könnte. Habt ihr verstanden? Ja, ja. Ja. Er rappt dann Beispiele vor. Er rappt Beispiele vor, das sehen wir jetzt. Und dann könnt ihr euch quasi aus den 3 Antwortmöglichkeiten eine raussuchen. Also wir gucken mal ein Beispiel an und dann wisst ihr genau, worum es geht. Okay, der ist von Bushido. Wenn Deutschrap das Alphabet wäre, wäre er die 4. Früher war es Fick die Polizei oder Louis V. Heute sind es LKA-Beamte und Security. Wie es heute ist, war nicht unser Wille ehrlich. Wie geht es wohl weiter? Manchmal denke ich wirklich, ich wäre gefährlich. Oder B, welcher Sklave macht über 100 Mille jährlich? Oder C, früher hab ich rumgeheult, aber heute bin ich bärtig. Ja, Volker. Ich weiß es natürlich. Aber Teile meiner Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Aber Volker, jetzt sind wir doch erst recht verunsichert, was deine Antwort sein könnte. Ja, komm, was sag ich hier? Das mit dem Sklaven B. Das mit dem Sklaven B. Was sagst du, Peter? Würde ich auch sagen. Würdest du auch sagen? Ja. Ja, dann sind wir sehr gespannt auf die Auflösung. Wie es heute ist, war nicht unser Wille ehrlich. Welcher Sklave macht schon über 100 Mille jährlich? Yeah. Das gibt es doch nicht. Ehrlich. Profi. Absolut unsere Musik. Ne? Läuft bei euch rauf und runter. Ja, ja. So, das gültet aber gar nicht, weil das war ja nur ein Beispiel. Ja. Ah. Jetzt geht's erst los. Und zwar mit dem ersten Song. Der hier ist von Flair, Deutschlands bestem Steuerzahler. Ihr ganzen Wichser, ihr seid nicht auf meinem Level. Keine Zeit für Battle, hab zu viel auf meinem Zettel. Alles Heavy Metal, so wie meine Kette. Möglichkeit A, irgendwann mach ich auch mal Kohle, die Fette. Oder B, ich bin der Größte, sagt meine Mama jede Wette. Oder C, komm mir nicht mit Wenn und Aber, bla, hätte. So. Ja, ich hoffe, das ist keines davon. Also ich würde sagen C. Ich sag C. Ich würde sagen A. Oh. Peter sagt A, ja. Volker sagt C. Wir hören mal rein, was richtig ist. Alles Heavy Metal, so wie meine Kette. Komm mir nicht mit Wenn und Aber, bla, hätte. Volker. Oh, einfach. Punkt für den Volker, der alte Gangster-Rapper. Und wir kommen direkt zum zweiten Song von Farid Bang. Okay, der hier ist von Farid Bang. Ich kenne ihn nicht, aber seine Mutter. Pass auf. Oh, mach ich mit Kollege einen Song. Machen wir Bitches fertig wie ein Kosmetiksalon. Bin Millionär, doch verbringe die Zukunft im Ghetto. Ich bin noch bei dem Kosmetiksalon, Alter. Oh Gott, ey. So, wie geht's weiter? A, hab an meinem Arsch von deinem Arsch ein Tattoo. Oder B, Armumfang, Basketball, Blutgruppe Testo. Oder C, kauf am liebsten mit einer Knarre nur brutto für netto. Es könnte alles sein, Leute. Es ist einfach, es ist verdammt schwierig. Ja, sehr schwer. Ja, ist sehr schwierig. Aber ich würde jetzt mal sagen, also wenn ich... In dem Falle würde ich sagen, passt C gut, oder? C, okay. Volker, was ja, hast du? Ja, ich hoffe, es ist A. Ja, okay. Dann sind wir mal sehr gespannt. Bin Millionär, doch verbringe die Zukunft im Ghetto. Armumfang, Basketball, Blutgruppe Testo. Nee. Ach, nee. Guck mal, das ja. Ist doch nicht ganz richtig. Hat leider keiner richtig beantwortet. Also immer noch, der Volker liegt vorne mit einem Punkt. Und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Zum alles entscheidenden Song.
Ich bin so gespannt. Ich was auch. Ist es? Okay, der hier ist von Karate Andy. Oder wie seine Freundin ihn nennt, Schatz. Deine Freundin ist verliebt in den Frauenarzt. Karate Andy, ich tick Kilos auf Augenmaß. Ich bin kein kleiner Gangster, ich bin ein Einprozentler. So, wie geht's weiter? A. Ich verklopp am Wochenende gern alte Rentner. B. Ich werfe jeden Morgen gerne Katzen durchs Fenster. Oder C. Ich fahre mit meiner Mofa-Gang durch den Einkaufscenter. Das kann doch alles nicht sein, nein. Oder? Leute, was? Guck mal, der Karate-Kid, der ist auch nett. Ja, ich sag, aber was hast du, Peter? Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, ist alles Bullshit, oder? Ja. Also, ich kann ja nur raten, also was würde ich denn machen? Ich würde morgens die Katze aus dem Fenster schmeißen. Ja, okay. So. Okay. Also Peter sagt B. Ich sag, der ist die Mofa-Gang, die ist stark drauf. Die C, die Mofa-Gang. C, alles klar. So, dann gucken wir mal rein. Ich bin kein kleiner Gangster, ich bin ein Einprozentler. Ich fahre mit meiner Mofa-Gang durch dein Einkaufscenter. Volker Beininger ist der größte Gangster.